Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Péter Szijjártó, der Außenminister Ungarns, sagte in New York auf dem Forum für nachhaltige Entwicklung der UN, dass es ohne zivilisierte Ost-West-Zusammenarbeit nicht möglich sein wird, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und den Umweltschutz zu erreichen. Zudem betonte er, dass die Klimaziele die Zukunft der gesamten Erde betreffen. Szijjártó führte auch Gespräche mit seinem russischen Kollegen Sergej Lavrov. Hier ging es um den Ukraine-Krieg und die bilaterale Zusammenarbeit. Der Finanzminister Mihály Varga erklärte am Dienstag in Brüssel, dass das Ziel der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Union sei, da Europa im globalen Wettbewerb in Bezug auf Kapitalmärkte und Effizienz zunehmend in den Hintergrund gerät. Vor der Sitzung des Rats der EU-Finanzminister ECOFIN bezeichnete Varga die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit als die wichtigste wirtschaftliche Frage. Ein Erdbeben der Stärke 2,1 wurde in der Nähe von Balatonkiliti registriert. Das Beben war in mehreren Gemeinden spürbar. Es wurden aber keine Schäden bei der Katastrophenschutzbehörde gemeldet. Ab 2025 wird eine neue Flotte von 50 Gelenkbussen nach Budapest kommen, teilte das Budapester Verkehrszentrum mit. Laut Mitteilung hat Arriva Bus Kft. Die Ausschreibung zur Betreibung der neuen Fahrzeuge gewonnen. Als Land mit 10 Millionen Einwohnern kann Ungarn jährlich 20 Millionen Touristen aufnehmen, was bis zum Jahr 2030 rund 50 Millionen Übernachtungen im Vergleich zu den derzeitigen 41,8 Millionen bedeuten könnte, sagte László Könyit, Geschäftsführer der ungarischen Tourismusagentur in Budapest. Er fügte hinzu, dass 60% der ausländischen Übernachtungen in Budapest stattfinden und dieser Anteil auch mit dem Wachstum des Tourismus bestehen bleibt. Das internationale Posaunenfestival, organisiert vom Szeged Trombone Ensemble, umfasst Konzerte, Meisterkurse, Kammermusikstunden und eine Instrumentenausstellung mit renommierten ausländischen Gastkünstlern. Das Festival beginnt am Donnerstag in Szeged. Das Ensemble ist ein regelmäßiger Teilnehmer des ungarischen Musiklebens und internationaler Festivals, hat 6 Alben veröffentlicht und die Stücke sind auf digitalen Plattformen verfügbar. Der Formel 1 Grand Prix von Ungarn findet vom 19. bis 21. Juli 2024 statt. Die Züge von MAV HEV, Volan Bus und MAV Start bieten eine einfache und schnelle Möglichkeit, zum Hungaroring zu gelangen. Die H8 HEV wird während des Events mit erhöhter Kapazität alle 10 bis 15 Minuten fahren und Platz für mehrere hundert Passagiere bieten. Das Dampont ökotouristische Besucherzentrum in Tamasi bietet in diesem Sommer aufgrund der Hitze Abendtouren an. Diese werden zudem mit erfrischenden Getränken und Snacks enden. Das nächste Abendprogramm findet am 20. Juli 2024 um 19 Uhr statt. Die Teilnehmer können das Besucherzentrum kennenlernen, eine einstündige Abendwanderung durch den Wald genießen und an einer Käse- und Weinprobe teilnehmen. Das Motto der diesjährigen Tusvanius Sommeruniversität, die vom 23. bis 28. Juli stattfindet, lautet auf besserem Kurs. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des ungarischen Parlaments, der die Universität gegründet hat, betonte auf einer Pressekonferenz in Budapest die Bedeutung eines besseren Dialogs anstelle von Konfrontation in der aktuellen politischen Lage. Er hob auch die Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen hervor. Der Krisnatal-Jahrmarkt findet vom 26. bis 28. Juli in Somogvamos statt. Das Hauptthema der Veranstaltung sind traditionelle Handwerkskünste und Nachhaltigkeit. Die Gäste können an Kräuterwanderungen, Spaziergängen, Pilgerreisen und an Führungen durch Biogärten und Ochsenkarrenfahrten teilnehmen sowie den Tempel besuchen. Kulinarisch Interessierte können aus laktosefreien, vegetarischen, veganen, indischen, ungarischen und mediterranen Gerichten wählen und sich mit lokalen Kräutern gewürzten Limonaden erfrischen. Vom 22. bis 25. August wird in Szombathely die Zeit zurückgedreht, um das Leben in der Frühgeschichte zu zeigen. Dieses Jahr erwarten insgesamt 388 Programme die Karnevalsbesucher an 8 Haupt-
und 22 Begleitstandorten. Die Programmreihe beginnt erneut mit dem Karnevalweinwettbewerb. Das Zentrum der historischen Programme ist jedes Jahr der historische Themenpark. Im Mittelpunkt des Inota Focus Radiance Festival stehen visuelle Kunstwerke mit Lichtinstallationen bekannter ungarischer und internationaler Künstler. Das Festival findet vom 30. August bis 1. September auf dem Gelände des Wärmekraftwerks in Inota bei Várpalota statt. Das Wetter in Ungarn. Eine schwache Kaltfront kann am Mittwoch eintreffen und die Hitze leicht mindern, wobei die Höchstwerte weiterhin zwischen 30 und 38 Grad liegen sollen. Im Nordwesten könnte es etwas angenehmer werden. Zudem ist mit starken Windböen zu rechnen und aus den wachsenden Wolken können vereinzelt Schauer und Gewitter entstehen. Auch am Donnerstagmorgen ist keine Abkühlung zu erwarten. Auf die warme Nacht folgt ein Tag mit Temperaturen von 31 bis 38 Grad. Vereinzelt kann es zu Schauern oder Gewittern kommen. Der Nord-Nordostwind soll vor allem im Osten und Süden lebhaft sein. Der Wechselkurs liegt heute bei 391 Forint für einen Euro Mittelkurs. Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.